Von zu Hause schnell und einfach auf der Couch Geld zu verdienen, ist wahrscheinlich von den meisten Deutschen ein großer Traum. Und deswegen habe ich einfach versucht, das Ganze innerhalb von 24 Stunden mit Fiverr zu machen. Wer nicht weiß, was Fiverr ist einfach eine Plattform, wo man seine digitalen Dienste anbieten kann und jeder sie quasi kaufen kann. Das heißt, egal ob Photoshop-Edits oder irgendwelche Instagram-Filter, alles kann man da kaufen. Und ich habe das einfach mal 24 Stunden lang ausprobiert und war tatsächlich erschrocken, was man innerhalb von 24 Stunden mit Fiverr verdienen kann. Aber dazu am Ende mehr. Das hier ist außerdem kein Product Placement für Fiverr. Ich fand einfach nur das Video von Tomary, also von Thomas, so mega cool, weil er hat einen Monat auf Fiverr gearbeitet. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir in 24 Stunden so an Geld verdienen. Aber lasst uns jetzt einfach mal drei interessante Produkte raussuchen, die ihr zum Beispiel auch einfach nachmachen könntet, um selber auf Fiverr Geld zu verdienen. Ich würde als erstes erstmal sagen, dass wir nach etwas suchen, was wir auf jeden Fall ziemlich gut können. Und da würde ich sagen, die Bildbearbeitung und Videobearbeitung. Sieht ganz gut aus. Ich denke, sowas können wir auf jeden Fall auch anbieten. Dann, was jetzt ganz neu dazugekommen ist, sind diese Instagram-Filter bzw. die App Spark AR. Damit kann man nämlich zum Beispiel einfach seine Instagram-Filter ganz personalisieren und selbst erstellen. Sowas suchen auf jeden Fall auch eine Menge an Leute. Deswegen geben wir einfach mal das Programm Spark AR ein. Boah, überlegt mal, 159 Euro. Ich denke, das ist schon mal ziemlich lukrativ. Aber auch hier 51 Euro für eine Sonnenbrille. Ja, okay, also das machen wir auf jeden Fall. Das scheint ja richtig lukrativ zu sein. Wir können auf jeden Fall auch noch sowas anbieten. Simple Bildbearbeitung in Lightroom und Photoshop, so ein bisschen Retusche für was? 37,57 Euro, was man aber überlegen muss, einfach mal 10 Bilder. Es werden 10 Bilder bearbeitet. Und was ich hier schon mitbekomme, was extrem wichtig ist, sind diese Bewertungen. Ich weiß gar nicht, ob man das in 24 Stunden überhaupt schaffen kann, überhaupt irgendeine Bewertung zu bekommen. Ich würde sagen, wir erstellen jetzt einfach mal unsere Produkte. Nachdem wir jetzt geresearched haben, was wir herstellen wollen, können wir jetzt einfach mal unsere eigenen Produkte entwickeln, so wie wir sie haben wollen. Jetzt wird es nochmal spannend, denn was nehmen wir denn für einen Preis dafür? Ich meine, die anderen nehmen hier zum Beispiel manchmal 159 Euro, aber ich denke, sowas können wir einfach nicht nehmen. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit 15 oder 20 Dollar. Ich denke, 15 ist ein fairer Preis. So, das hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich geplant habe, denn wir haben es jetzt 11 Uhr 38, aber ihr seht schon, ich habe mein erstes Produkt online. Sieht ganz gut aus. Ich meine, ihr könnt es euch selbst mal angucken. Das war so ein bisschen schwer, weil das wie so ein Thumbnail halt für die YouTube-Videos, da irgendwie was Gescheites zu machen. Ja, ich hoffe, das ist irgendwie angemessen und sieht so ein bisschen Fiverr-like aus. Ansonsten gehe ich jetzt zum Training, bin dann so in ungefähr 2 Stunden zurück. Wir sehen uns gleich, weil ihr erlebt die 2 Stunden jetzt in einem Schnitt. So, ich komme gerade zurück vom Sport. Ich habe auch noch ein bisschen nasse Haare, aber darum soll es gar nicht gehen. Sondern ich habe gerade meine Mails gecheckt, wo ich auf dem Weg zurück war vom Sport. Und da habe ich gesehen, dass unsere Instagram-Filter das erste Mal gekauft wurden. Und ich bin tatsächlich jetzt sehr gespannt, den Auftrag das erste Mal durchzuführen, weil es ist jetzt 14.20 Uhr. Ich muss jetzt erstmal noch kurz was essen und dann setze ich mich direkt mal ran und werde unseren ersten Auftrag erfolgreich abschließen. So, es ist mittlerweile 16.10 Uhr. Ich habe gerade meine erste Fiverr-Arbeit komplett fertig gemacht. Das heißt, ich habe die ersten Euro verdient. Aber noch was Cooles ist passiert. Und zwar habe ich gerade noch einen Auftrag für einen Instagram-Filter bekommen. Eigentlich wollte ich gerade noch andere Jobs erstellen. Ich habe ja bis jetzt nur einen erstellt, aber ich habe jetzt noch einen Auftrag. Ich werde jetzt erstmal meinen zweiten Job abarbeiten. Insgesamt kann ich bis jetzt sagen, ich habe nicht ganz so viel zu tun wie erwartet. Also bis jetzt meinen zweiten Job erst innerhalb von gut 5,5 Stunden zu haben, ist jetzt nicht ganz so irre, aber wie gesagt, mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ich meine, wenn wir 100 Euro am Tag verdient haben, dann wäre ich schon ziemlich zufrieden. Ich habe jetzt meinen zweiten Job auf Fiverr erledigt. Es ist 16.47 Uhr. Ich werde mich jetzt langsam mal fertig machen, weil ich jetzt zu meinem Kumpel fahre. Ich bin mittlerweile eigentlich ganz zuversichtlich. Ich werde jetzt, bevor ich losfahre, noch einen zweiten Gig erstellen. Gigs sind immer die Sachen, das, was ihr verkauft. Das werde ich jetzt noch machen. Ein bisschen teurer. Mal gucken, ob jemand bezahlt. Ich sollte jetzt auch vielleicht schon eine Bewertung bekommen. Was ich euch aber direkt schon mal sagen kann, arbeitet sehr schnell und lernt so neue Programme wie zum Beispiel Spark AR. Wer es von euch noch nicht weiß, diese Instagram-Filter, womit man sich selbst filmt, kann und dann zum Beispiel da spezielle Farbeffekte entstehen oder irgendwie auch zum Beispiel die Zunge groß wird, wenn man die raussteckt. Und wenn ihr das zum Beispiel könnt und das Ganze hier auf Fiverr anbietet, dann gibt es noch nicht so viele, die das können und dadurch könnt ihr einfach mehr verlangen. Ich habe jetzt meinen zweiten Gig erstellt, I will do Natural Lightroom and Photoshop Editing for you.
Bin ich gespannt, ob sich darauf jemand meldet. Also ich werde ganz normal einfach Lightroom-Bearbeitung machen. Ich habe dann noch mein Instagram verlinkt als Inspiration. Vielleicht denkt sich dann jemand, oh ja, von dem lasse ich mir gerne meine Bilder bearbeiten. Drückt mir die Daumen, dass noch Kunden dazukommen. Wie gesagt, wir haben bis jetzt erst 2 Kunden und es ist 17.22 Uhr. Alles wirklich zeitaufwendiger, als ich gedacht habe. So, ich bin angekommen. Es ist 18.07 Uhr, aber wie ich euch schon vorhin gesagt habe, muss ich jetzt noch einiges machen. Es gibt eine ziemlich coole Neuigkeit. Und zwar habe ich noch einen Verkauf bekommen auf der Fahrt hierher. Und zwar die einfache Variante von den Lightroom und Photoshop Presets bzw. von der Bildbearbeitung. Damit mache ich $15. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin ist jetzt die Pizza, die ich jetzt hier wahrscheinlich esse. Wie gesagt, ich hau noch ein bisschen rein und bearbeite jetzt 2 Bilder. So, guten Morgen. Wir haben mittlerweile den nächsten Tag um 9.10 Uhr. Ich habe gestern Abend nichts mehr aufgenommen und auch nichts mehr gemacht, weil ich dann einfach zu müde war. Aber es gibt eine erfreuliche Nachricht. Und zwar habe ich über Nacht 3 neue Order bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, denn wir haben nur noch bis 10.30 Uhr Zeit. Dann sind ja die 24 Stunden um. Ich werde mir jetzt mal Mühe geben, das alles noch zu schaffen, denn wir haben nochmal 2-mal Spark AR Filter. Also was ich jetzt schon sagen kann, die gehen weg wie sonst was. Und dann noch einmal ein Lightroom Editing. Ich werde jetzt nochmal in die Tasten hauen und versuchen, alles fertig zu bekommen. Ich habe jetzt erstmal alle Sachen abgearbeitet, an denen ich arbeiten sollte, beziehungsweise die ich erledigen sollte. Das heißt, ein Instagram-Filter gemacht in Spark AR und Bilder bearbeitet in Lightroom, ein bisschen Retusche in Photoshop. Aber dann gab es noch eine spezielle Anfrage, die ich so nicht gesehen habe, denn der zweite Kauf von dem Spark AR-Filter war ein besonderer Filter. Und zwar wollte er, dass sich das Gesicht dreht. Und ich habe tatsächlich nicht so krass viel Erfahrung mit Spark AR. Ich musste die Zeit in Research reinstecken, aber es hat sich gelohnt, denn ich habe da ein Tutorial gefunden. Ihr seht jetzt gerade mal den Filter hier in der Webcam, denn wenn ich mich hier hin und her bewege, dann sieht es ziemlich lustig aus, weil sich mein Kopf die ganze Zeit dreht. Es hat jetzt gut funktioniert. Ich bin nicht super zufrieden damit, aber ich denke, wenn ich weiter an meinen Skills in Spark AR arbeite, dann kann ich auch mehr verlangen für Fiverr bzw. für meine Aufträge. Aber diesen Auftrag kriege ich halt leider noch nicht fertig innerhalb der 24 Stunden. Ich muss jetzt, dass das perfekt aussieht, dass mein Gesicht zum Beispiel noch weich ist, da noch ein kleiner Filter drüber ist, muss ich jetzt bestimmt nochmal 2 bis 3 Stunden investieren. Ich würde dafür auch mehr Geld bekommen als $15. Es ist auch wirklich zeitaufwendig und frustriert mich gerade ein bisschen, dass ich das nicht fertig bekommen habe innerhalb der 24 Stunden. Aber was habe ich jetzt insgesamt mit Fiverr verdient? Jetzt kommen wir aber zum Part, auf den ihr euch alle bestimmt schon sehr gefreut habt bzw. gewartet habt. Es ist mittlerweile 15.04 Uhr, also das heißt, ich habe schon mehr als 24 Stunden verbracht, aber ich wollte, dass das ganze Geld jetzt ankommt. Wir gucken jetzt einfach mal hier auf meinem Laptop, was wir innerhalb von 24 Stunden verdienen konnten. So, wir müssen hier oben nur auf Earnings klicken und dann sehen wir schon hier einmal, dass wir $68 verdient haben innerhalb von 24 Stunden. Dafür, dass wir halt, wie gesagt, alles eingestellt haben und nur 24 Stunden gebraucht haben, sind $68 gar nicht so schlecht. Alles klar, wenn ihr noch ein Fiverr-Video sehen wollt, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben und schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao.